Tag. Guten Tag. Kommen Sie bitte rein und nehmen Sie Platz. So, was fehlt Ihnen? Welche Beschwerden haben Sie? Ich schlafe in letzter Zeit sehr schlecht. Bin völlig erschöpft. Gehen Sie spät ins Bett? Nein, umgekehrt, früh. Trinken Sie aufmunternde Getränke oder treiben Sie Sport vor dem Schlafengehen? Auch nicht. Sind Sie über längere Zeit stark nervös oder aufgeregt? Ja, genau. Ich lege jetzt die Prüfungen ab. Die Nerven liegen blank. Alles klar, ich verschreibe Ihnen Tabletten. Lassen Sie vor dem Schlafengehen 2 Stück im Mund zergehen und dann schlafen Sie die ganze Nacht tief und fest durch. Oh, das wäre wunderbar. Herr Doktor, wissen Sie, ich muss noch im Rahmen der Gesundheitsfürsorge die Proben entnehmen lassen. Und zwar möglichst schnell, weil ich nach den Prüfungen ans Meer fliegen will, um mich zu erholen. Welche Proben meinen Sie genau? Bloß die allgemeine medizinische Untersuchung. Blutbildkontrolle, Urinuntersuchung, Röntgen und Schirmbildaufnahme. Gut, ich schreibe Ihnen eine Überweisung aus. Das ist für die allgemeinen Analysen. Kommen Sie in 2 Tagen wieder und lassen Sie Ihre Proben im 3. Stock unserer Poliklinik entnehmen. Die Ergebnisse sind in 10 Tagen da. Es dauert so lange. 10 Tage sind eine Standardfrist. Hier haben Sie die Überweisung zum Röntgen. In unserer Poliklinik ist es nicht verfügbar. Sie müssen mal in eine andere gehen. Wie bitte? Ich kann nichts dafür. Unser Spezialist ist im Urlaub. Er kommt erst im August zurück. Und was soll ich jetzt tun? Ich muss doch im August im Meer baden. Wollen Sie, dass ich Ihnen selbst eine Schirmbildaufnahme mache? Was wollen Sie von mir? Wie kann es in der ganzen Klinik nur einen Spezialisten geben? Schreien Sie mich bitte nicht so an. Wenn Sie nicht warten möchten, können Sie im Erdgeschoss an der Kasse bezahlen. Unsere Poliklinik bietet auch kostenpflichtige Dienstleistungen an. Da wird man sich sofort um Sie kümmern. Das ist ja ein Hammer. Eine Staatspoliklinik ist das. Und sogar hier wird man um Geld angebettelt. Entweder so oder gar nicht. Auf Wiedersehen, bleiben Sie gesund. Der nächste wieder.